Hallo und herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Bei uns gibt es heute ein Spargel-Tomaten-Ragout mit Burrata und Kräuter-Gremolata. Ich habe das Rezept gesehen, ich glaube es war die Doris, die es auf ihrem WhatsApp-Status drin hatte, als absolute Empfehlung. Und als ich mir das Rezept angeschaut habe, dachte ich, das ist absolut was für uns jetzt in der Spargelzeit. Perfekt. Ich lese euch mal vor, was wir dafür brauchen. Für die Gremolata brauchen wir 5 Gramm abgezupften Basilikum, einen Teelöffel Zitronenschale gerieben, 5 Gramm Petersilie abgezupft, einen Teelöffel Thymian abgezupft, 5 Gramm Frühlingszwiebel, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer und 30 Gramm Öl. Für das Spargelragout brauchen wir 30 Gramm weiche Butter, 150 Gramm weißen Spargel in Rauten geschnitten, 150 Gramm grünen Spargel in Rauten geschnitten, ein Teelöffel Salz, 2 Prisen Pfeffer, eine halbe Zitronenschale gerieben, 2 Prisen Zucker, 60 Gramm Schalotten, eine Chilischote, 20 Gramm Öl, eine Knoblauchzehe, 80 Gramm geröstete Cashewkerne, ungesalzen, 150 Gramm Cherrytomaten halbiert, 400 Gramm Burrata und ein bisschen an Balsamico-Essig. Hört sich im ersten Moment viel an, ist aber wirklich viel, was man zu Hause hat. Gerade jetzt im Garten, viele haben die Kräuter im Garten. Ich habe jetzt wirklich auch am Balkon meinen Basilikum, ich habe Zitronenthymian und normalen Thymian gemischt. Die Petersilie, ja, habe ich die Kapern eigentlich vorgelesen? Weil ich die gerade stehen sehe. Ich glaube schon, oder? Ein Teelöffel Kapern ist nämlich auch noch dabei bei der Gremolata. Kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich ihn vorgelesen habe. Ja, was will denn er jetzt? Die Sicherheitshinweise. Hergerichtet habe ich mir natürlich wie immer alle Zutaten, alles schon parat gestellt. Hier hinten habe ich 2 Teller, wo ich das dann anrichten möchte, das Spargel-Tomaten-Ragout mit Burrata, und ich würde sagen, wir legen los mit der Gremolata. Die Gremolata, das ist im Endeffekt nichts anderes wie so eine Kräutercreme, wie so ein kleines Pesto, was oben drüber geträufelt wird dann. Recht unspektakulär, da kommt jetzt gleich der Basilikum, ich hoffe, ich habe 5 Gramm, ich glaube ja gar nicht, wie viel 5 Gramm Basilikum und Petersilie sind. Ja, 5 Gramm, jawohl. Der Basilikum, der Teelöffel Zitronenschale, die Petersilie, oder habe ich sogar 6, ein Teelöffel abgezupfter Thymian, 5 Gramm Frühlingszwiebel, also das ist ein Pipifax hier, ein Teelöffel Kapern, wenn ihr die jetzt gar nicht wollt, lasst sie weg. Ich mag seit ein paar Jahren Kapern tatsächlich gerne. Ich hätte die früher jagen können damit, aber mittlerweile mag ich es echt gern. Eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer und 30 Gramm Öl. Ich habe jetzt Olivenöl und jetzt muss ich gleich lesen. Das brauchen wir später nochmal. Und das Ganze wird jetzt 8 Sekunden auf der Stufe 7 zerkleinert. So eine Menge zerkleinere ich natürlich jetzt nicht ohne meinen Miximizer. Also ihr wisst es, Susi 5 auf das gesamte Sortiment von Wunderwix. Und ich kann euch sagen, ich kriege jetzt so schöne Sachen noch zum Testen. Ich freue mich tierisch drauf. 8 Sekunden Stufe 7. So schaut es jetzt aus. Das wird auch nicht ganz fein. Soll es auch gar nicht, weil das kommt ja dann oben drüber und das darf man ruhig noch schmecken, was das alles Leckeres ist. Das füllen wir uns jetzt um und spülen den Mixtopf und trocknen ihn wieder aus. Der Mixtopf ist wieder sauber. So schaut jetzt die Gremolata aus. Duftet ganz hervorragend. Und weiter geht es mit unserem Spargel-Ragout. Und zwar kommt jetzt die Butter in den Mixtopf. 15 Gramm, nur wieso habe ich da 30?
Jetzt, ich habe jetzt gleich die ganzen 30 rein, weil ich dachte, die werden zusammen angeschwitzt, aber jetzt wird erstmal der weiße Spargel, kommt jetzt erstmal dazu. Sowie ein halber Teelöffel Salz. Und zwei Prisen Pfeffer. Ein halber Teelöffel geriebene Zitronenschale und zwei Prisen Zucker. Jetzt kommt der Mixtopfdeckel raus. Der Spritzschutz wird aufgesetzt oder auch nicht bei mir. Und der weiße Spargel wird jetzt erstmal 6 Minuten angebraten, dann umgefüllt und dann machen wir nämlich das gleiche noch mit dem grünen. Der weiße Spargel ist jetzt gleich angebraten und es duftet so gut. Vielleicht hört es auch brutzeln. Den füllen wir uns jetzt um. So schaut der jetzt aus, hat auch wirklich richtig schön Farbe bekommen. Jetzt kommen die restlichen 15 Gramm Butter dazu. Und der grüne Spargel, der ungefähr so in 3 cm geschnitten ist. Und auch da kommt ein halber Teelöffel Salz noch dazu. Und auch der wird 6 Minuten angebraten. Thermomix empfiehlt den Spritzschutz. Es hat wirklich nichts rausgespritzt. Also wenn ihr sicher gehen wollt, setzt ihn gerne auf. Dann warten wir jetzt mal die 6 Minuten ab. Ich schaue da immer gerne von oben rein und beobachte es ein bisschen. Auch der grüne Spargel ist jetzt gleich die ersten 6 Minuten mal angebraten. Und den füllen wir dann um zum weißen Spargel. Ich freue mich richtig aufs Essen. Das schaut so aus. Der Mixtopf ist unten jetzt ganz schön angekokelt, aber ich glaube, wenn da jetzt noch alles andere dazu kommt, löst sich das und es ist bestimmt ein sehr guter Geschmack. Jetzt kommen die 60 Gramm Schalotten, eine Knoblauchzehe und auch die Chilischote ohne Kerne. Und das Ganze wird 3 Sekunden auf der Stufe 6 zerkleinert. Das macht uns nämlich der Topf jetzt noch gar nicht, weil er noch zu heiß ist. Ab einer Temperatur von, ich glaube, 120 Grad ist da gestanden, zerkleinert er nämlich nicht, sondern geht nur bis Höhe 2, was ja auch gut ist so. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt. Den Topf hin und her schwenken, dann verliert er schon die Temperatur und dann zerkleinert er auch. Ich glaube, das zerkleinere ich nochmal. Da ist mir nämlich die Chilischote jetzt fast noch ein bisschen zu groß. Jetzt hört sich das besser an. Ganz scharf mag ich es dann ja nicht. Geben 20 Gramm Öl dazu. Ich habe wieder Olivenöl.
Dann kommen die 80 Gramm gerösteten Cashewkerne. Ich habe ungesalzen. Ich habe jetzt nur entweder geröstet und gesalzen gekriegt oder Natur. Ich habe die jetzt im Airfryer kurz, ich glaube 5 Minuten geröstet. Die kommen jetzt auch hier mit dazu. Und das Ganze wird 3 Minuten bei 120 Grad im Rücklauf auf der Stufe 1 jetzt angedünstet. Jetzt geben wir die Tomaten dazu. Und auch die werden 4 Minuten bei 120 Grad im Rücklauf auf der Rührlöffelstufe angedünstet. Und jetzt kommt zu dem Tomaten, Zwiebeln, Cashewkernen. Ich glaube auch, dass ich spätestens jetzt bestimmt schon unten genau das Angebrannte gelöst hat. Da ist wirklich jetzt schon nichts mehr drin, der volle Geschmack in dem Gemüse. Da kommt nämlich jetzt der Spargel dazu. Und das Ganze wird noch einmal 5 Minuten bei 120 Grad im Rücklauf auf der Rührlöffelstufe gegart. In wenigen Sekunden ist unser Essen fertig. Das Tomatenspargel, das Spargel-Tomaten-Ragout ist fertig. Bin echt gespannt. Also ausschauen tut schon mal sehr, sehr gut. Das sollt ihr jetzt oder sollten wir jetzt auf 4 Teller verteilen. Also für 4 wäre es mir definitiv zu wenig. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich verteile das jetzt mal auf 2 Teller. Also bei 4 Portionen, nee. Ich habe jetzt wirklich hier 2 Portionen und ich denke, die werden wir auch essen. Jetzt setzen wir in die Mitte eine Burrata. Das ist ein weicher Käse. Im besten Fall ein sehr schön weicher Käse. Den schneiden wir kreuzförmig ein. Und ihr seht, der läuft dann innen schon ein bisschen. Und da geben wir nämlich jetzt unsere Kräutergremolata drauf und verteilen das alles noch schön über unseren Spargel und über der Burrata. Ich mache jetzt erstmal einen Teller fertig und oben drüber kommt dann noch ein bisschen Balsamico-Creme. Und so schaut der Teller jetzt aus. Toll, oder? Also Optik bekommt er auf jeden Fall 10 Punkte von mir. Und ich esse da jetzt gar nichts dazu. Der Norbert, denke ich, wird ein bisschen einen Toast dazu essen. Eine schöne Vorspeise, vielleicht dann bloß eine halbe Burrata. Eine tolle Idee, gut, dass ich das bei der Doris gesehen hätte, habe ich so auch nicht am Schirm gehabt. Aber ich finde, das kann sich absolut sehen lassen. Wie es mir schmeckt, werde ich euch wieder unten in die Infobox schreiben. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. So, Servus und Pfiat euch und bis zum nächsten Mal.